Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 339. Mathe-Video. Heute geht es, wie ihr an der Überschrift seht, um Bernoulli-Versuche, um Bernoulli-Ketten und letztendlich um die Bernoulli-Formel. Also, ja, die es dazu eben gibt, zu einem Bernoulli-Versuch. Bernoulli habe ich oben mal hingeschrieben, das ist eine relativ bekannte Familie aus dem 17. Jahrhundert. Ich glaube, hier war es Jakob Bernoulli. Das wollte ich gar nicht. Jakob Bernoulli. Ja, genau. Glaube ich wohl. Also, Zufallsversuche. Was sind Zufallsversuche? Und zwar, was sind Bernoulli-Zufallsversuche? Bernoulli-Zufallsversuche erkennt man daran, dass sie immer nur, in Anführungszeichen, zwei Ausfälle haben. Treffer, Nicht-Treffer. Gewonnen, verloren, richtig, falsch, so zusammengefasst. Also, wir gucken uns einmal. Es gibt da einen Münzwurf, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich werfe Kopf oder Zahl. Auch Zufallsversuche, die im Prinzip mehr als ein, zwei Ausfälle haben, kann man zu Bernoulli-Versuchen machen, was von großem Vorteil ist. Zum Beispiel, wenn ich würfel und ich frage nach der Anzahl der Sechsen, dann kann ich die möglichen Ausfälle unterteilen in es fällt eine Sechs oder es fällt keine Sechs, also Treffer oder kein Treffer. Auch bei einer Urne kann ich, egal welche Kugeln da drin liegen, also wenn da zum Beispiel eine rote drin liegt und 14 andere Farben, kann ich fragen, rot oder nicht rot, also Treffer oder nicht Treffer. Ich könnte auch fragen, gelb oder nicht gelb. Wenn ich Bauteile herstelle, aussortiere, dann kann ich Bauteile darauf untersuchen, sind sie defekt oder sind sie nicht defekt. Und wenn ich zum Beispiel Roulette spiele, dann kann ich fragen, kommt die Null oder kommt die Null nicht, habe ich einen Treffer oder einen nicht ein Treffer. Also Zufallsversuche mit nur zwei Ausgängen heißen Bernoulli-Versuche. Und um diese Bernoulli-Versuche geht es. Wiederholt man nun einen Bernoulli-Versuch, ich kann ja zum Beispiel beim Roulette einmal spielen, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, zehnmal, ich kann Bauteile raussuchen und die untersuchen, ob die defekt sind oder nicht. Ich kann mir ein Bauteil nehmen, ich kann zwei Bauteile nehmen, ich kann auch 40.000 Bauteile nehmen. Da kommt also das nächste. Wiederholt man einen Bernoulli-Versuch, es muss ein Bernoulli-Versuch sein, n-mal, so spricht man von einer Bernoulli-Kette der Länge n. Und um Bernoulli-Ketten der Länge n wird es in den nächsten Videos gehen. Ja, Bernoulli-Ketten der Länge n. Wir machen gleich mal ein Beispiel dazu. Ja, alle Theorie ist grau. Und zwar, ein Würfel wird viermal geworfen. Ich lese das mal vor, weil ich das etwas unleserlich geschrieben habe. Ein Würfel wird viermal geworfen. Groß X sei die Anzahl der gefallenen Sechsen. Groß X sei die Anzahl der gefallenen Sechsen. Ja. Gesucht ist P von X gleich 2. Das heißt, es fallen genau zwei Sechsen. Also ich würfle viermal und ich möchte wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass genau zwei Sechsen fallen, wenn ich viermal geworfen habe. Ja, bei all diesen Anwendungsaufgaben, das werde ich auch bei allen Anwendungsaufgaben in den nächsten Videos immer wieder machen, muss man erst einmal festlegen, das ist eigentlich die Hauptschwierigkeit, liegt eine Bernoulli-Kette vor und wie sind die einzelnen Zahlen dazu, wie sind die einzelnen Werte. Da komme ich jetzt schön langsam dazu. Wir überlegen uns erstmal gemeinsam, liegt eine Bernoulli-Kette vor oder ja. Also, wir können das unterteilen, Treffer oder kein Treffer, und wobei sich hinter dem Wort Treffer jetzt die Annahme verbirgt, dass eine 6 fällt. Das heißt, es liegt eine Bernoulli-Kette vor, Treffer oder nicht Treffer, der Länge n gleich 4, weil wir n mal werfen. Und dabei ist p gleich ein Sechstel, die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer. Und q, 5 Sechstel oder 1 minus p, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass kein Treffer fällt. Hier konkret ist p von 1 Sechstel die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die 6 fällt. Und 1 minus p gleich 5 Sechstel ist ja die Gegenwahrscheinlichkeit. In einigen Büchern schreibt man also an dieser Stelle 1 minus p. Und dann gibt es auch andere Bücher, da schreibt man dafür q. Deshalb habe ich hier beide Schreibweisen 5 Sechstel. Wenn man sich das auf einem Baumdiagramm einmal aufmalt, dann sieht das folgendermaßen aus. Es geht los. Ich erziele einen Treffer beim ersten Wurf.
Ich erziele einen Treffer mit der Wahrscheinlichkeit 1 Sechstel und ich erziele eine Niete mit der Wahrscheinlichkeit 5 Sechstel. Beim zweiten Wurf, unabhängig davon, wie jetzt der erste Wurf war, ein wichtiges Kriterium, das ist erstmal unabhängig voneinander, habe ich wieder 1 Sechstel für einen Treffer, 5 Sechstel für eine Niete und auch wenn ich eine Niete geworfen habe, kann der zweite Wurf einen Treffer geben oder eine Niete. Und so geht das weiter. Ihr seht, beim dritten Wurf war ich natürlich schon wieder zu faul, das aufzumalen. Och, jetzt habe ich das gelb gemacht, ist auch nicht schlimm. Jetzt mache ich das hier rot. Und beim dritten Treffer, nee, beim dritten Wurf ist das eben hier Treffer Niete, also Treffer Niete, Treffer Niete, Treffer Niete, Treffer Niete und immer ein Sechstel und fünf Sechstel. Jetzt wissen wir, die Wahrscheinlichkeit längs eines Gesamtpfades ist gleich dem Produkt der Einzelpfade. Also ein Sechstel mal ein Sechstel mal ein Sechstel mal ein Sechstel. Das wäre zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich viermal Treffer habe, also vier Sechsen. So. Die Wahrscheinlichkeit eines Pfades mit zwei Treffern und zwei Nieten ist Produktregel. Ein Sechstel mal ein Sechstel steht für die zwei Treffer. 5 Sechstel mal 5 Sechstel mal 5 Sechstel mal zwei Nieten. Das ist also die Wahrscheinlichkeit eines Pfades. Die Wahrscheinlichkeit eines Pfades mit zwei Treffern und zwei Nieten oder mit genau zwei Treffern. Jetzt muss man noch gucken, wie viel solcher Pfade gibt es? Das habe ich ja schon in meinen Kombinatorik-Videos gemacht. Es gibt insgesamt 4 über 2 solcher Pfade. Auf insgesamt 4 über 2 Möglichkeiten kommt man, wenn man zwei Treffer auf 4 Plätze verteilt. Ich kann ja Treffer, Niete, Niete, Treffer, 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 Niete, Niete, dann kann Niete, Treffer, Niete, Treffer und so weiter kommen. Und das hatte ich schon in vorhergehenden Videos erklärt. Das ist also insgesamt 4 über 2. So, jetzt können wir das zusammenbauen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich genau zwei Treffer erhalte, ist also 5 Sechstel, 1 Sechstel hoch 2, das ist für Treffer, mal den Nieten. Diese Pfadregel mal der Anzahl aller Möglichkeiten. Ja, mal 4 über 2. Das sind also die Anzahl aller Möglichkeiten. Und das erste hier sind, dann mache ich jetzt hier mal so, das waren die Wahrscheinlichkeiten für einen Pfad. Wenn man das mit dem Taschenrechner ausrechnet, dann erhält man 0,116 raus. Ja, Wahrscheinlichkeit dafür, dass man bei viermaligen Werfen genau zwei Treffer, zwei Sechsen erzielt, ist also 0,116. Das, was hier oben steht, das kann man verallgemeinern. Das mache ich mal, das habe ich hier gemacht. Da kommt man zu dieser berüchtigten Wahrscheinlichkeitsformel. Ach, was weiß ich, also diese Formel, die in allen Büchern drin steht, mal mit P, mal mit Q. Also die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Bernoulli-Kette genau k Treffer erzielt werden, steht hier, berechnet man indem mal Anzahl der Treffer hoch k, so wie hier oben, ein Sechstel hoch 2, mal Anzahl der Nieten hoch n minus k. Ja, das läuft ja bis n, also mit, achso, das habe ich vergessen, mit n, also n, eine Bernoulli-Kette der Länge n muss da noch vor. Oh. Also muss ich hier mal eben hinschreiben. Entschuldigung, das habe ich jetzt vergessen. Also für n. Tut mir leid. Gut. Wahrscheinlichkeit der Anzahl der Treffer, also die Wahrscheinlichkeit dafür p, Anzahl der Wahrscheinlichkeit der Treffer hoch k mal Wahrscheinlichkeit der Treffer hoch n minus k, im Prinzip der Rest von k gleich 1 bis n ist das also, mal Anzahl aller Pfade n über k. Und für diese Formel, die hier steht, für diese gesamte Formel, die hier steht, respektive dieses Teil hier, schreibt man oft auch b
von N Semikolon P Semikolon K. Ich weiß nicht, ob dieses B an Bernoulli erinnern soll. Also das N ist die Länge der Bernoulli-Kette, das P ist die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer und das K ist, wie viele Treffer da drin sind. Wahrscheinlichkeit für eine Bernoulli-Kette der Länge n und der Trefferwahrscheinlichkeit p bei k Treffern, oft auch. Ja, hier habe ich das nochmal mit dem Q aufgeschrieben, also das Q ist hier, weil das in einigen Büchern so steht, schreibe ich nochmal hin. Q ist gleich 1 minus p. Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man dafür eine neue Variable einführt oder die einen sagen, das ist kürzer, die anderen sagen, ach nee, da muss ich die Klammer setzen und dann Klammer hoch und so, das ist auch doof. Aber es bleibt auch hier so, dass das B von N Semikolon P Semikolon K ist. Ja, das ist schon alles. Im nächsten Video werde ich im nächsten Video dazu werde ich damit beginnen. Ja, da werde ich dazu erstmal ein Beispiel rechnen und dann werde ich damit beginnen. Es gibt verschiedene Aufgabentypen bezüglich dieser Formel hier. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, hier nicht x gleich k, sondern man kann hier einsetzen x kleiner gleich k, x größer gleich k. Dann kann man hier ein Intervall einsetzen. Und da gibt es also verschiedene Aufgaben. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, alle Zahlen anzugeben, außer dem n, dass man also nach der Länge der Bernoulli-Kette fragt. Das habe ich einmal im Kopf schon mal schön geordnet mit Aufgaben und dass man da so einen Überblick hat, welche verschiedenen Aufgabentypen können da eigentlich vorkommen. Und dann werde ich natürlich entsprechend dazu immer was vorrechnen. Wer sich dafür interessiert, der nimmt mich ins Abo. Ich freue mich über jedes Abo, bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuhören, fürs Zuschauen und sage euch Tschüss bis zum nächsten Mal.